Hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben und willkommen zurück zu einem neuen spektakulären Video. Und meinerseits einmal und willkommen zu Forgive Me Father. Wollte ich eigentlich im Stream spielen, das hat jetzt alles nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, beziehungsweise auch zeitlich nicht funktioniert. Deswegen werde ich jetzt einmal so das Ganze aufnehmen und spiele dann bei YouTube veröffentlichen. Ne? Ein bisschen so mit HP Lovecraft und Bioshock und so ein bisschen, und Oldschool Doom so ein bisschen, oder Quake, wir werden einfach mal reingucken, ne? Wir gehen mal auf New Game einmal. Ich hoffe mal, das passt soweit alles. Ich hatte mir schon mal den Trailer angeguckt und wir würden, ich glaube Easy ist, glaube ich, normal an Schwierigkeit, deswegen bleib ich mal bei Easy jetzt erstmal. Es waren zu viele! Alter, lol! Gott! Wie lädt er denn nach gerade? Ah, Gott. Ja, waren da zwei hintereinander gerade. Vor allem steht da Red Rum an der Tür dran. Mörder von Shining, versteht ihr? Red Rum. Guckt euch das an, Alter, lol! Wuhu! Oh Gott, ich bin gerade stecken geblieben hier. Wo kann ich denn eigentlich Waffen wechseln? Hier geht gar nicht, ne? Ach doch, da. Und er sitzt hier einfach chillig umher hier. Watch it, you backhead, was? Und er sitzt hier einfach schlicht umher und raucht. Ja. Und immer so ein bisschen Story hier mit zwischen und so weiter. Okay, ist schon ganz cool. Aber ich guck mal kurz. Ich muss, glaube ich, noch mal ein bisschen. So, ein bisschen leiser machen. Noch einmal. So. Wow. Wow, falsche Tür. Lol, ich komme ja gar nicht raus, ey. Lol. Bist du runter gerade fallen? Mit Springen habe ich es noch nicht so. Jetzt aber. Ah, Secret Armor gefunden. Ah, Wein. So, und jetzt, wo jetzt lang? Ach so, hier war ich ja gerade, okay. Ach, hier habe ich den Hebel umgelegt. Okay. Oh Gott. Lava! Easy way out. Was? Der einfache Weg ist generell, wenn man stirbt, immer. LOL! Oh Gott, Edwin! Tschüss! Woohoo! Das war nicht der einfache Weg gerade. Ja, das war definitiv nicht der einfache Weg. Gut, Taschenlampe gehen. Ja, alles klar, wir gehen so rein.
Lol, die ist leer. Ach, jetzt hast du das gemacht gerade. Lol, warum hast du jetzt das Licht? Lol, wie hast du jetzt das Licht angemacht? Ach, mit der Maus. Ach so. Hä, ich dachte, ich soll G drücken, stand da gerade. Ach so. Ah, okay. Dann wollen wir noch wissen. Ich will doch nicht die hellste Lampe mal in einem Schaufenster. Ah! Ah! Wieso komme ich hier nicht runter? Alter, lol, Alter, was soll ich da machen? Bleib ich mal bei Easy jetzt erstmal. Achso, hier komme ich jetzt raus. Ah, okay. Ja, aber wie soll ich das auch machen? Oder schaffen, eher gesagt. Ne, die kommen ja auch nicht hoch, ne? Ich habe ja auch nicht auf meine Lebenszeige geachtet. Ist mir auch aufgefallen. Oh Gott, ich bin... Komm, wir probieren es nochmal als Alzheimer. Ich habe ja bloß noch 40. Das ist ja das Problem. Das Problem ist ja meine Lebensanzeige gerade gewesen, ne? Gott, es will jetzt bin ich ja bloß nochmal... Jetzt probiere ich das nochmal aus mit der Lampe hier einmal. LOL, Alter. Okay, alles klar, das wird doch nichts mehr mit mir. Aber ja, das soll es heute gewesen sein mit Forgive Me Faster. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, Video liken, kommentieren und rechts Abonnier-Button raufklatschen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt von Mew Gaming of Ben. Und ansonsten, bleibt gesund, flauschig. Achso, ja, was ich noch sagen wollte. Das Spiel ist auf jeden Fall von Optik her sehr geil. Ich habe auf Easy gespielt das Ganze. Easy ist ja schon, ne? Also, ne, man kann es ja auch auf Hardcore machen. Und zwar, es gibt ja Easy, es gibt Very Easy, Medium, Hard und Expert. Und Expert, das muss ja richtig, also für euch Experten da draußen natürlich. Für mich eher nichts, aber für euch Experten bestimmt was. Ja, sehr geil, sehr geil. Auch die Optik her gefällt mir. Ja, bis zum nächsten Mal bei Game of Ben. Bleibt flauschig, gesund und natürlich immer schön weiter zocken. Haut drin.